Leute. Warum ich quitte, ist bestimmt der Grund. Es ist... Ja, ich finde einfach, das ist komplett scheiße. Ich finde einfach wirklich das scheiße, was auf YouTube so abgeht. Nur Clickbait und Ansage und so weiter. Diese ganze Clickbait-Scheißerei. So möchte ich nicht hinstellen mit meinem Kanal. Ich möchte Content bringen. Zum Beispiel ich... Das kommt zu. Aber das Thema ist für mich halt noch zu groß, für in ein Video zu packen und so. Ja, warum ich quitte? Finde es scheiße, was YouTube abgibt. Zum Beispiel Fortnite-Szene. Da Custom Games, um überhaupt was ranzukriegen. Oder wo steuern wir mit YouTube hin? Ich mache das eh hier. Das ist meine Marke. Das kann gut. Yoshi, das hier ist eigentlich alles Werbung. Muss ich wirklich Werbung schreiben? Nein. Ich mache hier keine Produktwerbung. Eigentlich schon, aber egal. Wo steuern wir denn hin? Ich habe früher wirklich Autisten-Videos gemacht. Über mich. Vielleicht kommt vielleicht so ein großes Werk. Ich muss aufklären. Ich quitte diesmal nicht. Ich werde nicht quittern. Ob im Video dann Quit steht, keine Angst. Ich mache nicht Clickbait, überhaupt nicht. Wenn wirklich auch das Video wirklich 100 Likes, dann werde ich weitermachen. Dann Spaß. Ich werde auch so weitermachen, aber egal. Könnt mal 100 Likes auf das Video machen, aber keine Dislikes. 8 Dislikes stehe ich dahinter. Nicht. Lass disliken, aber like. 100 Likes ist drin. Mit meiner Größe auf. Das Thema ist einfach, ja, so groß. Ich werde nicht quitten. Warum ich quitte in dem Titel geschrieben? Einfach nur Clickbait. Wollte aber auch mal einfach sowas wieder machen. Damals habe ich auch Quits gemacht, nur Quits-Videos, kurz, und danach wieder ein paar Stunden wieder, ja, ich bin wieder da. Ich werde hier immer weitermachen, aber ich werde mit diesem großen Projekt, die ist irgendwie umsetzbar ist, alles was tun. Und ja, werde ich tun. Livestream kommt, Minecraft kommt. Es kommt auf euch sehr viel zu Minecraft. Nein, an sich kommt einfach mehr auf euch zu. Werde ich umzusetzen? Ja, wenn nicht, bekommt ihr Bescheid. Nächster Livestream halt einer. Aber ihr kommt und so weiter. Auf euch kommt viele Sachen dazu. Ich möchte auch wieder so Autismus-Videos zu machen. Warum habe ich sowas aufgenommen? Ich wollte einfach wirklich ein Clickbait da reinmachen. Wo steuern wir denn hin? Ich werde nicht quittern. Ich werde niemals quittern. Aber im Titel muss man sowas halt reinschreiben, um überhaupt größer zu werden. Diese Clickbait-Scheiße. Ich werde es nie machen. Außer heute. Abend im Tag. Um 23 Uhr noch was. Ja, ich habe so früher auch Clickbait gemacht, indirekt, aber das ist die Masse. Wenn jemand da nicht mithalten, halt, ja, funktioniert halt nicht. Ich werde da nicht mitmachen, nicht mal Custom, wenn ich Custom Games mache, ich werde da nicht mitmachen. Warum sollte ich Custom Games und so machen? Nein. Ich bin weg, hi. Ich werde hier niemals quittern. Es kommt wirklich ein großer Livestream. Muss im Livestream, in Videos schafft man sowas nicht, außer in Folgen halt. Machen. Die Umsetzung wird leicht, hoffe ich. Naja, nicht leicht.
Das Thema möchte ich gerade nicht sagen. Und so. Ja. Weil, warum ich jetzt wirklich hier weitermachen möchte, ist ein bestimmter Grund. Ich möchte hier auch kurz einen Ausschnitt hereinschneiden. Warum ich wirklich weitermachen, ich wirklich wollte wirklich komplett hinschmeißen. Vielleicht kann ich dann nur ab und zu mal zum Streamen benutzen und so. Aber ich werde weitermachen. Durch jemand anders, der mal wieder was zu mir gesagt hat. Live. Ich glaube, viele anderen dahinter stehen, was ich hier so mache. Wenn ich wirklich die eine Person, ich kann auch gerne alle Personen hier im Video reinschneiden. Nee, danke. Das ist dann zu viel, zu Gutes. Aber die alle, die mich kennen, großen Dank. Und die mich gekannt haben. Ich möchte hier gerade noch nicht so viel sagen zum Projekt. Es geht um mich. Und an. Geht um mich. Ich möchte hier nichts weiter dazu sagen. Und ja, es werde Theorie Livestream darüber geben. Und ja, ich sehe immer hin und wieder halt Themen wie Behinderte und so weiter nicht so angekommen, wie es soll. Immer noch diese Nicht-Inklusion sind wir. Weil ich immer wieder merke, ich quatsche hier wieder tot. Ist gut. Das rede ich später im Livestream. Das große Projekt halt. Ich werde hier nicht quitten und ab jetzt, warum ich nicht aufhören, YouTube zu machen, ist ein bestimmter Grund. Jetzt kommt im Anschluss das kurze Clip von jemandem. Dann schreiben wir Werbungen überall. Ich mache Werbung. Internet Werbung. Und haut rein. Und nur so. Bis dann. Ciao. Von meiner Seite aber. Ciao. Bis zum Stream. Hallo. Nochmal zurück. Ich werde nicht quittern. Ich habe nie davor zu quittern. Habe schon davor gesagt, meine Vergangenheit. Ein paar Sekunden. Ich werde nicht quittern, warum ich diesen Schritt gehen. Ich möchte dies einem Projekt wirklich umzusetzen. Ich ja, dran arbeiten. Ich möchte nicht so viel spoilern hier. Worüber ich uns erzählen und so weiter. Aber jetzt gleich danach kommt wirklich eine Person, die mir wirklich viel bedeutet. Oder besser gesagt, dadurch wirklich auch ein bisschen etwas noch Hoffnung war. Ein bisschen mehr Hoffnung als sonst. Ich wollte wirklich den Kanal etwas hinschmeißen als früher. Aber ich habe wirklich jetzt wieder Kraft, um weiterzumachen. Eigentlich muss ich immer wieder weitermachen. Egal wann. Egal was. Kämpf weiter. Ich möchte hier noch nicht sagen, warum oder was ich mit dem Projekt vorhabe. Diese Stream oder Videos weiß ich noch nicht ganz. Aber ich mache dieses Projekt durchsehen und egal wie. Ich werde es durchziehen. Ihr könnt mich gerne disliken. Dann, oder liken, gerne. Bitte auf dem Video. 100 Likes. 100 Likes. Wenn das erfreut. Gerne auch 100 Dislikes, ist mir auch egal. Ich stehe darüber. Oh. Und ja, danach kommt ein Video, der ja etwas Hoffnung noch weiter gemacht hat. Ich muss hier überall ganze Video klein über in der Ecke Werbung schreiben. Das ist Produktbasierung, das Produktbasierung. Ja, gut. Das Produktbasierung ist das hier. Aber der Mensch will am wenigsten Mitleid haben. Ich habe auch Kontakt zu einem richtig guten Freund von mir, der heißt Yoshi, der hat Autismus. Und da ist das Gleiche. Zwar ist er halt, ich verstehe es nicht, Leute sagen immer, oder manche finden, dadurch ist man anders oder so. Er ist für mich genauso Mensch, ich behandle ihn.
Ich sag ihm, wo Fehler sind, die ich nicht mag, bei wenn er was Falsches macht oder so, aber ich lache genauso mit ihm. Da fallen das auch mal Witze. Sowas wie, wenn ich sage, ja, bist du behindert oder so, weil man das halt so sagt. Und dann sagt er einfach ja und dann lachen wir beide so. Das ist halt für uns beide dann lustig in der Situation. Das ist nichts Schlimmes so, aber er will auf gar keinen Fall, dass ich sage, hey, es tut mir leid, dass du das hast und jetzt muss ich dich pflegen oder so. Huch.